Der Facebook-Mutterkonzern Meta wurde zu einer Rekordstrafzahlung verdonnert. Und was macht der Aktienkurs? Der steigt. Meine Meinung und Einschätzung zu den Hintergründen jetzt in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckermann und bevor wir durchstarten, empfehle ich dir, den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich hier neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Tja, am Wochenanfang wurde bekannt, dass die irische Datenschutzkommission gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro verhängt hat. Der Vorwurf lautet Verstoß gegen EU-Datenschutzrichtlinie. Meta soll Userdaten von EU-Bürgern an US-Geheimdienste weitergeleitet haben. Und trotz dieser Meldung, trotz dieser Rekordstrafe, konnte die Aktie am Montag weiter zulegen. Wie kann das sein? Beobachter sagen, naja, da ist zwar diese Rekordstrafe jetzt verhängt worden, aber Meta hatte direkt bekannt gegeben, dass man Rechtsmittel dagegen einlegen will. Und wie heißt es so schön, am Ende wird meistens nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt, die Beobachter gehen davon aus, dass Meta entweder gar nicht diese Strafe zahlen muss oder deutliche verminderte Strafzahlung zu erwarten hat und dass dieser Rechtsstreit über Jahre dauern kann. Zwei Tage später zeigte sich der irische Premierminister betroffen, allerdings nicht wegen der Strafzahlung, sondern Meta hat bekannt gegeben, dass man rund 500 Arbeitsplätze in Irland abbauen will. Insgesamt arbeiten 2500 Menschen in Irland für Meta. Meta sagt dazu, naja, das gehört eben zu der Verschlankungskur, die wir bereits angekündigt haben. Rund 10.000 Arbeitsplätze sollen weltweit gestrichen werden. Ob das Einfluss haben kann auf das weitere Verfahren, das bleibt natürlich zunächst erstmal abzuwarten. Trotzdem allerdings könnte der Kurs von Meta jetzt langsam ins Rutschen geraten. Warum? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam im Chartbild an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's. Starten direkt durch im Wochenchart, um uns zunächst mal einen Überblick zu verschaffen. Wir sehen es hier nochmal. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, und dann haben wir eine Gegenbewegung bekommen. Der Markt war hier über Verkauf. Wir sehen es, wir haben hier eben das letzte Hoch nach oben durchbrochen. Das heißt, der Abwärtstrend wurde an dieser Stelle gebrochen. Ich male es mal ein bisschen deutlicher rein. So, hier sehen wir es. Das war also das letzte Hoch. Das wurde hier gebrochen. Dann die Korrektur. Dann wieder Bewegung, Korrektur, Bewegung, kurze Korrektur. Und jetzt sind wir wieder in der Bewegung. Was interessant ist, ist ja, der RSI ist hier überkauft. Wir haben aber hier ein höheres Hoch ausgebildet und der RSI läuft noch mit weiter nach oben. Also läuft noch mit nach, hat sich hier an dieser Stelle noch nicht abgeflacht, trotz steigender Kurse. Und damit sind wir auch schon an dem Punkt mögliche Widerstandsmarke hier im Chartbild. Mittel- bis längerfristig kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Kurs hier weiter nach oben zieht, Richtung 306,57 Dollar in diesem Bereich. Da wäre jetzt aus meiner Sicht der charttechnische mögliche Widerstand. Zum einen haben wir hier eine Unterstützung gehabt, aber was ich viel interessanter finde, das ist dieser Bereich hier. Und zwar sehen wir es hier an dieser Kerze. Das schauen wir uns gleich auch nochmal im Tageschart, haben wir eine identische Situation an. Und zwar sehen wir hier, dass die Käufer an eben dieser Unterstützung hier wieder in den Markt hineingekommen sind, haben also den Kurs über diesen Umkehrstab nach oben geschoben, haben also Kaufdruck aufgebaut. Allerdings auf Wochenschlusskursbasis konnte dieser höhere Kurs hier oben nicht gehalten werden. Im Gegenteil, hier sind dann Verkäufer in den Markt reingekommen, in die Aktie gekommen und haben den Kurs hier massiv gedrückt. Das heißt, wir haben hier quasi einen Fehlausbruch auf der Oberseite. Hier sind also massiv Verkäufer in den Markt reingekommen, die dann auch diese weitere Abwärtsbewegung initialisiert haben. Aus der Erfahrung heraus, zumindest aus meiner, würde ich sagen, dass dieser Bereich, eben diese Zone hier, wo es dann diese Abverkäufe gegeben hat, dass das eben ein interessanter Bereich ist als Widerstandsmarke, also durchaus möglich als präferiertes Szenario, dass mittel- bis langfristig der Kurs hier nochmal nach oben zieht und dann hier entsprechend mit einem charttechnischen Signal es interessant wird,
und wir durchaus wieder mit fallenden Kursen rechnen müssen, sofern es so kommt. Alles kann, nichts muss. Auf der gegenüberliegenden Seite mögliche erste Unterstützung hier für mich im Chartbild 211,24 Dollar, relativ fix erklärt. Hier so ein ähnliches Szenario. Wir hatten hier einen Umkehrstab, sind nach oben durchgelaufen oder sind rangelaufen, haben dann hier Push gekriegt. Das heißt, hier sind Käufer in den Markt reingekommen. Gleitender Durchschnitt ist auch auf dieser Schiene, auf dieser Linie unterwegs. Das heißt, sollten wir eine kurzfristige Korrektur bekommen, wäre das so mein erstes Unterstützungsziel. Ja, damit sind wir schon im Tageschart. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir hatten hier zunächst einen Abwärtstrend, dann hat das Ganze natürlich, was heißt natürlich, aber es hat gedreht, wenn wir das im Kontext sehen zum Wochenchart. Hier haben wir eine schöne Aufwärtstrendlinie, quasi wie an der Schnur gezogen, sehen wir eben, dass wir ansteigende Hoch- und ansteigende Tiefpunkte bekommen. Mal etwas kürzer gefasst, mal etwas länger gefasst. Und dann sehen wir eben an dieser Unterstützung, die wir gerade besprochen haben, im Wochenchart und der möglichen Unterstützung, dass wir dann eben hier diesen Push bekommen haben im Kurs. Das heißt, auch für den Tageschart würde ich die Marke von 211,24 Dollar als mögliche Unterstützung erstmal sehen. Und dann sehen wir hier eben die Kerze vom Wochenanfang, als bekannt wurde, dass eben diese Rekordstrafe für Meta ausgesprochen worden ist. Und wir sehen, dass die Marktteilnehmer eigentlich das so stoisch zur Kenntnis genommen haben, dass sie das nicht weiter berührt hat. Also da gab es keinen großen Abverkauf hier nach unten weg, sondern man hat das Kursniveau eben auf diesem höheren Niveau halten können, hat es auch gehalten, zumindest mal bis jetzt. Was so ein bisschen auffällig ist, hier im RSI, wir sehen hier das Hoch. Und wenn wir hier nach unten gucken, dann sehen wir auch hier, dass der RSI eben im überkauften Bereich unterwegs ist. Im weiteren Verlauf sehen wir dann, wie sich die Kurve im RSI hier unten abgeflacht hat. Dann nicht wie im Wochenchart nach oben nochmal hierhin angeschlossen hat. Aber parallel, also wir sind hier tiefer, aber parallel ist der Kurs weiter angestiegen. Und ich habe das auch mal in meinem Erklärvideo hier zum RSI, findest du auf dem Channel, mal erklärt, was das aussagt, wie das zusammenhängt. Also das ist so für mich so das erste Signal jetzt hier mal im Chart, das sagt, vorsichtig, es könnte, nichts muss, alles kann, aber es könnte dann eben zu einer entsprechenden Korrektur kommen. Und auch hier, wie gesagt, im Tageschart für mich wichtigste Unterstützung eben die 211,24 Dollar. Gleitender Durchschnitt kommt hier entsprechend von unten angelaufen. Der könnte das Ganze dann hier weiter mitstützen. Also das wäre so das präferierte Szenario. Laufen hier unten an, charttechnisches Signal und dann vielleicht nochmal eine Gegenbewegung eben in Richtung dieses Bereichs bei rund 230 Dollar. So, jetzt möchte ich dir noch was zeigen. Wir sehen jetzt hier nochmal eben diesen Aufwärtstrend hier. Wir sind aktuell mit unserem Kurs eben in diesem Bereich unterwegs. Entscheidend werden jetzt diese beiden Linien hier, die untere und die obere. Und in dem Zusammenhang scrollen wir mal hier nach links rüber. Wir behalten das mal im Auge und da möchte ich dir jetzt etwas zeigen, was wir gerade schon im Wochenchart gemacht haben. Um es ein bisschen größer und deutlicher zu machen, müssen wir jetzt eben die rechte Seite hier aus dem Chart rausziehen. So, und dabei geht es mir hier um diesen Bereich. Das, was wir vorhin im Wochenchart gesehen haben, also kurz nach oben gezogen, dann nach unten gezogen, genau das haben wir auch jetzt hier im Tageschart. Wir sehen zunächst diese lange rote Kerze, die signalisiert uns, hey, hallo, starker Abgabedruck, starke Verkäufe. Und dann sehen wir, dass eben die Käufer versucht haben, hier an dieser Kerze, an der Folgekerze, die Kurse wieder nach oben zu schieben. Das ist nicht geglückt. Es sind sofort wieder Verkäufer in den Markt reingekommen und haben den Kurs dann eben hier weiter nach unten gedrückt. Und wir sehen es auch, wie wir dann trendartig weiter nach unten gelaufen sind. Nach einer Erholung, relativ langen Erholung, gab es dann nochmal einen Nachschlag. Also sind wir nochmal tiefer nach unten weggefallen. Worauf ich hinaus will, ist eben, dass diese Zone, das dieser Bereich hier eben für mich aufgrund dieser Chart oder dieser Kerzenkonstellation ein wichtiger Widerstand ist. Wir sind jetzt eben bei 250 Dollar in diesem Bereich jetzt eingetaucht. Ja, das ging quasi dann hier los nach der Öffnung, wo es dann nach unten wegging.
Also diese Zone 253 bis 263 Dollar wäre für mich jetzt hier charttechnisch gesehen die wichtigste Widerstandsmarke. Und als oberster Widerstand eben hier diese 260 Dollar, also das Top dieser Kerze hier. Und solche Konstellationen, solche Kerzen, die mahnen mich immer stets zur Vorsicht. Last but not least noch der Stundenchart. Auch hier schauen wir noch mal eben rein. Wir sehen hier einen sehr schönen einen Impuls nach oben, den wir bekommen. Also diesen Push hier. Es ging senkrecht nach oben. Top eben hier bei 253,57 wäre für mich jetzt auch hier im Stundenchart eben der wichtigste Widerstand auf der Oberseite. Im Nachgang geht es so ein bisschen zickzack hier hin und her, ein bisschen rauf, ein bisschen runter, also Uneinigkeit bei den Marktteilnehmern. Wollen wir jetzt weiter nach oben oder korrigieren wir erstmal? Alles das, was wir hier jetzt sehen, das sind natürlich Inside Candles. Ja, wir haben hier und hier das Hoch und das Tief. Das heißt, das ist nicht verwunderlich, dass es hier so zickzackmäßig hin und her geht. Also das noch so ein bisschen ungereimt ist für die Anleger. Wollen wir weiter nach oben oder nach unten? Erste wichtigste Unterstützung für mich, dann hier, wir sehen es, Unterstützung, nochmal Unterstützung. Von wo aus hier dieser starke Schub nach oben gekommen ist? Gleitender Durchschnitt kommt von unten hier angelaufen. Trendlinie haben wir ja auch in der Nähe. Also dementsprechend für mich interessante Unterstützung, präferiertes Szenario. Wir loopen hier einmal eben nach unten durch das Tief, durch charttechnisches Signal, um vielleicht nochmal eine Gegenbewegung einläuten zu können. Also wichtigste Unterstützung für mich 241, 42 Unterseite und 253, 57 als Widerstand auf der Oberseite. Soweit erstmal zu meiner Einschätzung rund um den Aktienkurs von Meta. Wie es weitergeht, insbesondere mit dem Rechtsstreit, das bleibt abzuwarten. Wird uns sicherlich noch das ein oder andere Mal sicherlich beschäftigen. Aber zumindest haben wir uns erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denkt aber bitte mal dran, alles, was wir hier im Video und im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.